So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und ihr seht es, wir sind wieder mal im Pool, aber nicht nur im Pool und wir sind nicht alleine, denn diesmal haben wir Begleitung von 504 Dosen Bier, 5-0er Dosen Bier, Terence Chill, auch wieder am Start mit dem auf die dicken Tanktop, sagt man ja glaube ich so, BH ist bei Frauen, bei Männern Tanktop, genau. Und wir wollen heute wieder ein paar Entwicklungsfolgen machen, so Überbrückungen, während wir hier sitzen, uns die Bäuche raushängen lassen, dass ihr was zu gucken habt und das Wetter genießen. Deswegen haben wir hier mal Kleinstein gesammelt. Und zwar nicht irgendein Kleinstein, sondern Shiny Kleinstein, was wir jetzt komplett entwickeln wollen. Und Alola Shiny Kleinstein. Und ich bin ja immer bestrebt, die ganze Familie zu sammeln. Deswegen habe ich gewartet, bis ich wirklich drei Stück mindestens habe. Und wir fangen mal an mit Kleinstein. Nehmen hier das zweithöchste. Ihr seht ja, wie das aussieht. Das ist so goldig. Und das finde ich richtig genial auf jeden Fall. Eins der coolsten Shinies mit. Das entwickeln wir jetzt einmal zu Georock. Denn das niedrigste Kleinstein lassen wir so, wie es ist. Das mittlere machen wir zu Georock. Und das höchste machen wir zu Geowatz. Dass das eben richtig genial aussieht. Und ihr seht, das Georock ist auch richtig gold. Sieht auch richtig genial aus. Das lassen wir auch so, wie es ist. Nehmen noch das höchste Kleinstein. Jetzt seht ihr, der Schatten unten ist weg, weil wir haben ja schon ein Shiny Georock entwickelt. Entwickeln jetzt also das höchste Kleinstein zu Shiny Georock und dann zu Shiny Geowatz. Da müsste jetzt nämlich der Schatten angezeigt sein, dass wir da noch keins entwickelt haben. Und schon hat man den Shiny Living Dex wieder ein Stück gefüllt. So, da also das Georock ist wohl schon wieder richtig am Hängen. Hier seht ihr also den Schatten unten. 100 Bonbons kostet das noch. Shiny Georock zu Shiny Geowatz. Geowatz, auch eins deiner Lieblings-Pokémon, oder? Findet er immer, richtig cool. Schreibt da immer dran, The Rock, The Rock 1, The Rock 2, The Rock 3. Sind alles einfach nur The Rock. Und hier seht ihr das, Shiny Geowatz, das funkelt ein bisschen, sieht halt nicht mehr ganz so goldig aus, trotzdem auch cool. Und wir wollen natürlich auch die Alola Kleinstein entwickeln. Das kleine hier lassen wir natürlich wieder so, wie es ist, nehmen das mittlere und machen ein Shiny Alola Georock und ein Shiny Alola Geowatz als drittes und höchstes. Das ist eigentlich ganz simpel. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Viele sind ja zufrieden, wenn sie einfach nur ein Shiny haben, entwickeln das einfach durch und das war's. Im Endeffekt tauschen sie es auch noch. Hauptsache, es steht im Pokédex. Und der sieht richtig brutal aus. Richtig genial. Mit seinen Augenbrauen immer noch. Und jetzt gehen wir natürlich zurück und entwickeln das höchste Kleinstein. Nochmal zu Georock. Und diesmal war der Schatten unten nicht mehr da. Denn wenn ihr einen Shiny Geowatz habt, ist der Schatten unten auch bei Geowatz als Alola gefüllt. Boah, das klingt schon wieder alles richtig kompliziert. Aber das wisst ihr ja, wenn ihr die anderen Viecher habt bei den Alola-Sachen, sind die ja trotzdem im Pokédex schon eingetragen, obwohl ihr noch gar kein Alola habt. Das war ja, wenn ihr einen Shiny Knogger habt, ist das Alola-Knogger auch als Shiny im Pokédex schon vorhanden und zu sehen, obwohl ihr gar keins gefangen habt. Man will sich trotzdem die Mühe machen und alle einfach auf der Hand sammeln. Das mache ich auf jeden Fall. Wie ihr das macht, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Und hier seht ihr das Shiny Alola Geowatz. Richtig brutal. Gestein und Elektro. Das war's von meiner Seite aus. Wie gesagt, kurze Entwicklungsfolge. Da seht ihr nochmal den Terence Chill und die 10 Millionen Bierdosen. Die wollen wir auch nochmal draufhalten. So. Da seht ihr nochmal den Terence Chill mit dem auf die dicken Tanktop und hier alles voll Bierdosen, wohin das Auge reicht. So muss es sein, so kann man den Sommer genießen. Da hinten plätschert es schon wieder raus. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.